Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Castlevania 1 bzw. auf der Castlevania Anniversary Collection und das am 23.05.2020. Ja, wir sind hier in Stage 11 zuletzt stehen geblieben und wir versuchen uns hier weiter durchzuboxen. Wenn das Ganze gefällt zu Castlevania 1, wobei ich ja auch mal wieder so sage, das Projekt interessiert keine Sau und deswegen machen wir auch weiter. Dann unsere Kettenpeitsche. Nein. Oh komm, aufs Springen hier. Ich hab getroffen. Oh Mann. Und dann bin ich weg. Ich kann's einfach nicht besser. Ja. Ja, ich wollte jetzt mal so eine Stunde aufnehmen, ungefähr. Ja, doch. Passt mir ganz gut. Ach, kommt, ey. Hallo? Was ist das denn hier? Ich kann das nochmal machen. So, lieber habe ich das gemacht, weil immer denselben Scheiß machen, habe ich auch nicht mal Lust. Ja, ich hoffe, ich komme jetzt heute mal ein bisschen weiter, das wäre gut. Ich glaube, das Spiel schaffe ich heute noch nicht. Nee, glaube ich auch noch nicht. Du kannst auch bitte mal drauf gehen, das wäre geil. Ah, ey. Geh drauf. Danke. Alles Herz und Kettenpeitsche Upgrade. Oh, vielleicht ist da ja was drin. Nochmal ein Upgrade? Was? Ja, ein Schwert. Sehr schön. Bisschen Geld. Na, ich kann es schon mal so sagen. Ich habe mal angesetzt so 12, 15 Parts für Castlevania 1. Ja, es war klar. So, jetzt schaffen wir das aber. Mit Castlevania. Hey. Bisschen Geld. Und jetzt stirb doch mal. Ich hasse dich. Einfach geh drauf. Ich mach's nochmal. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Joa. Ja, sonst. Aktuell zocke ich gerade hier Call of Duty Modern Warfare von 2019. Ja, gerade so bin ich noch dabei, die letzten Trophäen zu holen. Auf der PlayStation 4? Ah, verdammt! Komm, geh drauf, verdammte Kacke! Oh! Moment. Ich hätte gerne Energie, das wäre so geil. Das wäre schon schön. Und ich glaube, dass wir jetzt hier einem Boss begegnen. Ach. Thank you.
Ja, ich bin tot. Ich hätte ihn besiegt, ey, verdammt. Ich besieg den. Na, Pro. Das ist doch zum Kotzen. Lalala. Und nochmal. Jetzt besiege ich ihn aber. Ja, was soll ich denn auch echt machen? Das ist doch echt ein Witz. Vielleicht den Speer. Ja, es macht was. Ja, aber nicht gerade viel. Oh, ich kotze doch. Komm, ey, jetzt gib dir hier ein bisschen mehr Mühe hier. Ein bisschen mehr Gazen. Nö, keine Energie. Werde aber immer nach einem Castlevania-Teil natürlich immer was dazwischen zocken. Verdammt. Es zieht aber auch was ab. Das ist, boah, nicht mehr menschlich. Mal. Komm schon. Jetzt. Nein. Jetzt hab ich einmal nicht aufgepasst. Ja, und dann zweites Mal. Ey, das zieht so unglaublich viel ab. Verdammt! Nein, 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 nein! Ja, was soll ich denn auch machen, Alter? Das ist doch einfach nur Kacke. Ja, mhm. Das ist unfassbar. Dieser Boss, der ist nervig. Mal absolut. Ey, das geht mir auf den Sack. Hier schon alleine. Was soll ich gegen dich tun? Sackratte. Ja, es ist. Es ist so einfach zum Kotzen. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Also ganz ehrlich, nee. Was soll ich da echt mal tun? Das ist ein nerviger Boss. Oh.
Dieser Springo-Spacko nervt mich total. Ja. Absolut. Ich krieg den nicht hin? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was soll ich da machen? Ohne Witz. Das ist doch echt lächerlich. Jetzt kommt springen. Und hepp, hepp. Ja, das war so klar. Das war einfach nur klar. Jo, das war einfach nur richtig klar. Mhm. Der läuft genau dahin, wo ich will. Wunderschön. Ich war besser. Jetzt mache ich das ein bisschen anders, das ist ein bisschen doof. Ja, wenn es so weitergeht mit den Bossen, dann kann das ja noch ewig dauern. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ey, ohne Witz. Was soll ich da verfickt nochmal machen? Das ist immer nur der größte Ranz. So, jetzt mach ich schon mal was. Dieser Boss geht überhaupt nicht, der nervt total ab und ja. Was soll ich da machen? Ohne Kack? Das ist so einfach der größte Dreck. Ja, es ist besiegt! Endlich! Kackgegner, ey. Und geschafft! Zum Glück habe ich zwei Stages geschafft. Total gut. So. Aber freut euch drauf, wenn ich Castlevania 2 Simon's Quest spiele, sowie Castlevania 3 Dracula's Curse. Ja, das wird ein Fest.